Schloss oder im Schmugglermeer. Fünf Freunde, das sind wir. Julian, Dick und M, George und Timmy, der Hund. Fünf Freunde, das sind wir. Wir kommen schnell herbei, wann immer ihr es wollt. Und schon sind wir da. George? Hast du auch Verbandszeug mit? Klar, wir werden zwar nicht brauchen, aber eingepackt haben. Weißt du, das kann man niemals wissen. Ach Quatsch, uns wird schon nichts passieren. Habt ihr auch Flickzeug für die Reifen? Das werden wir auch nicht brauchen. Du denkst immer an das Schlimmste. Julian, du rufst uns jeden Tag an, verstanden? Ja, mach ich. Ihr fahrt doch nach Middlecombe, oder? Ja, wieso? Seid bloß vorsichtig, dort soll es Dachse geben. Und Geister. Ach Quatsch, Timmy wird sie schon verjagen, keine Angst. Timmy, ich verlasse mich auf dich. Ohne ihn hätte ich euch die Radtour sowieso nicht erlaubt. Wir sind doch keine Kinder mehr. Seid ihr sicher, dass ihr nichts vergessen habt? Bombensicher. Wir sind wirklich keine Kinder mehr. Wiedersehen, Tante Fanny. Und falls wir bis dahin nicht zurück sind, fröhliche Weihnachten. Hör mit den albernen Witzen auf. Komm, Timmy, aufsitzen. Guter Hund. Auf Wiedersehen. Kommt nicht so bald wieder. Wiedersehen. Gute Reise. Wiedersehen. Macht's gut. Na, endlich haben wir ein bisschen Ruhe. Auch nicht schlecht. Frühstück ist fertig! George, du faules Stück, steh auf! Los, mach schon! Schon erfrischend, was? War's kalt? Nein, bloß nass. Ich hab schon immer gewusst, dass ihr beide nicht ganz dicht Ach, seid. Ach ja? Und warum? Bei der Kälte schwimmen gehen ist doch idiotisch. Hey! Wer ist das denn? Keine Ahnung. Was macht ihr hier? Das ist mein Land. Dein Land? Es gehört mir und meinem Vater. Wir wussten nicht, dass es jemandem gehört. Wir haben keine Schilder gesehen. Hey, sind das Würstchen? Ja, aber das sind unsere. Habt ihr etwa heute Nacht hier gezeltet? Ja. Wir fahren aber gleich wieder los. Wohin denn? Irgendwohin, wo es uns gefällt. Und wir wollten heute noch bis zum Middlecombe-Wald kommen. Ehrlich? Ich komm mit. Hey, du, nicht so stürmisch! Ich schlaf bei meiner Tante. Die wohnt da in der Nähe. Ich sag nur meiner Mutter Bescheid. Wir treffen uns oben auf der Straße. Hey, nein, Moment mal! Der hat Nerven. Wahrscheinlich ziemlich verwöhnt. Wenn das alles seinem Vater gehört, müssen die ja schwer reich sein. Ich will aber nicht, dass er mit uns fährt. Na, that'll be the last we see of him. I hope. Better wake George up. Come on, George, wake up. Time for you to do the washing up. Oh, well, pity to wait then. Better give Timmy one of her sausages. Here you are, Timmy, have a sausage. Don't you dare! Ein bisschen schneller. Nein, halt mal. Stopp. Kommt schon. Ich zeige euch den Weg. Mal langsam. Eins wollen wir mal klarstellen. Was denn? Ich weiß, wo es lang geht. Darum geht's nicht. Woher willst du wissen, ob wir das überhaupt wollen? Aber wieso nicht? Das entscheiden wir, nicht du. Also wart mal, George. Vielleicht sagst du uns erstmal, wer du überhaupt bist. Ich bin Richard Kent und mein Vater ist Thurlow Kent. Doch nicht etwa der arme Thurlow Kent, der nur noch 20 Millionen hat. Gibt's etwa noch einen anderen Thurlow Kent, hm? Ach du meine Güte. Ich bin Anne, das ist Julian Dick und das ist George. Oh, und das ist Timmy. Bist du sicher, dass deine Mutter nichts dagegen hat? Klar. Sie ruft meine Tante an, damit sie weiß, dass ich komme. Warum fahren wir nicht endlich? Okay, du fährst hinter mir und wag nicht zu überholen. Zuerst Anne, George, dann Dick. Aber ich weiß, wie wir fahren müssen. Das wissen wir auch. Du fährst hinter mir. Du kannst froh sein, dass wir dich überhaupt mitnehmen. Richard! Hör auf mit dem Quatsch! Komm zurück, Richard! Du fährst auf der falschen Seite! Hier, freihändig! Nein, nicht! Richard! Das ist doch gefährlich! Quatsch, ist es nicht! Man muss es nur können! Richard! Hör auf mit der Angeberei! Wenn du nicht sofort aufhörst, kannst du umdrehen und zurückfahren!
Blöder Hund! Der Trottel hätte mich beinahe überfahren. Das war deine Schuld. Wenn du nochmal so ein Blödsinn machst, fahren wir ohne dich weiter. Wie willst du mich denn aufhalten? Oh, darüber mach dir mal keine Sorgen. Na, wie denn? Hast du schon mal versucht, mit zwei platten Reifen zu fahren? Also gut. Na, dann fahren wir weiter und keine Mätzchen mehr. Middlecombe Woods must be just down there. If we're there, we can cycle up that path. Mm-hmm. Richard's aunt's house must be just along there. He's had enough. Only 3 more miles, Richard. What? Don't worry. Zum Haus deiner Tante geht's da lang. Wir suchen uns einen Platz zum Zelten. Mach's gut. Bis Wiedersehen, Richard. Haltet mal an. Wie ist denn mit dem Platz hier? Ja, hier könnten wir das Zelt gut aufbauen. Ja, finde ich auch. Hinter dem Wald gibt's auch eine Farm. Da kriegen wir was zu essen. Ich komm mit und Timmy auch. Das. Hier wohnt ja seine Tante. Schnappt ihn euch und bringt ihn nach Alsdean. Mit dem Kleinen habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. So, ich hoffe, das reicht. Ist ja fantastisch. Damit können wir mindestens eine Woche kochen. Du musst immer meckern. Ich hole nachher noch was. Für heute reicht's ja wohl. Richard! Schnell! Wie sind denn immer her? Wo ist Timmy? Jemand ist hinter dir her? Hey, wo ist denn Timmy? Mit den anderen zur Farm gegangen. Auf Weiher! Richard, warte! Wer ist denn hinter dir her? Ich glaube, der hatte wirklich Angst. Can you hear anything? Nothing. I'll take a look from that tree. Good idea. Toll, daran können wir uns 2 Tage lang satt essen. Timmy. Wer ist das denn? Wer soll das schon sein? Oh. Hilfe, Julian! Helft mir! Was ist denn los? Die sind hinter mir her! Hetz Timmy auf sie, George! Die wollen mich entführen! Komm, George! Ich sehe nichts. Der führt uns an der Nase rum. Haha! Ja! Da bist du ja. Sehr weit bist du ja nicht gekommen. Ich verstehe nicht. Was verstehst du nicht? Dann möchte ich wissen, wovor du weggerannt bist. Nein, warten Sie. Ich bin nicht der, den Sie suchen. Ach nein, wie heißt du denn, Kleiner? Dick. Aha. Du hältst uns wohl für blöd, hä? Dick ist die Abkürzung für Richard. Aber ich bin Dick Karen, nicht Richard Kent. Woher kennst du seinen Namen, hä? Damit hast du dich verraten. Kent. Konntest du dir keinen besseren Namen ausdenken? Du sollst hierbleiben. Lassen Sie mich los! Sei still! Sie sollen mich loslassen! Du hast keine Schwierigkeit! Hilfe! Dick! Anne! Es ist niemand da!
Es ist was Schreckliches passiert. Was ist los? Zwei Männer. Sie haben Dick entführt. Mich haben sie nicht gesehen. Ich war oben auf dem Baum. Sie haben gedacht, er ist Richard. Richard? Wer waren diese beiden? Sag uns endlich, was hier gespielt wird. Also wird's bald. Dick ist in Gefahr. Schieß los! Einer war Rookie, der mich gesehen hat. Er ist im Wagen ganz dicht an mir vorbeigefahren. Hat gebremst und jetzt sind sie hinter mir her. Rookie? Wer ist das? Und warum ist er hinter dir her? Er war früher Leibwächter von meinem Vater. Ich hab ihn gehasst, ich weiß nicht warum. Er hat auch geklaut. Ich hab's meinem Vater gesagt und er musste ins Gefängnis. Und jetzt will er sich dafür an mir rächen. Ich verstehe das alles nicht. Was wollt ihr dann von Dick? Sie haben geglaubt, Dick wäre Richard. Ich hab da oben im Baum alles mitgehört. Ich hab auch gehört, wo sie hin wollten. Ich glaube, es war Owl's Dean. Owl's Dean? Kommt, sehen wir auf der Landkarte nach. Hoffentlich ist es auf der Karte eingetragen. Denn sie merken, dass sie den Falschen haben, wenn sie Dick wieder laufen lassen. Du machst es dir leicht. Ich bin da nicht so sicher. Außerdem, wie soll er hierher zurückfinden? Hier ist Owl's Hill. Dann muss Owl's Dean hier irgendwo in der Nähe sein. Hier, hier muss eine Burg oder sowas sein. Schnell, nichts wie hin. Und was ist mit mir? Was soll mit dir sein? Ihr könnt mich doch nicht hier lassen. Na, dann kannst du ja mitkommen. Aber wenn Rookie mich sieht, dann... Dann fahr nach Hause, du Feigling. Wir haben keine Zeit, Babysitter zu spielen. Ihr müsst mich nach Hause bringen. Ich wüsste nicht, wieso. Du wolltest ja mitkommen. Ich habe Angst, im Dunkeln zurückzufahren. Und mit euch kommen will ich auch nicht. Jetzt reicht's. Wir sind nur deinetwegen in Schwierigkeiten. Entweder du hilfst uns jetzt oder du verschwindest. Wo ist dein Fahrrad? Weiß ich nicht. Dann nimm das von Dick. Mach schon. Da ist was. Ein Wagen. Wie werden dem Fahrer sagen, dass er die Polizei rufen soll? Jetzt sind die Lichter am Wagen aus. Da drüben fährt er. Nein, George, warte. Wieso denn? Ein Wagen, bei dem die Lichter aus sind und dann noch an einem so einsamen Ort? Sei vorsichtig. Klar. Das ist der Wagen, in dem Rookie gefahren ist. Da bin ich mir sogar ganz sicher. Kommt, wir gehen weg hier. Nein. Hört ihr das? Was war das? Ein Signal. Habt ihr gehört? Das war die Antwort. Jetzt bin ich ja gespannt. Ihr bleibt hier. Mensch, mach ein bisschen schneller. Klamotten irgendwo. Im Wagen wärst du gefährlich. Am besten in den Brunnen. Beeil dich. Okay. Es kann losgehen. Hast du dir vielleicht die Nummer von dem Wagen gemerkt? VHK 464F. Dann war's der Wagen. Julian! Was ist das? Ein Sträflingsanzug. Der ist von dem Kerl, der hier gewartet hat. Ich hab gesehen, wie er sich umgezogen hat. Wozu denn? Weil das ein Sträflingsanzug ist. Er muss also aus dem Gefängnis entflohen sein. Hey! Wir haben doch die Nummer von dem Wagen. Klasse. Jetzt müssen wir nur noch in der Nähe irgendwo ein Telefon finden. Owl's Dean, da ist es ja. Sieht ziemlich vergammelt aus. Wie kommen wir jetzt da rein? Seht euch das an.
Versteckt euch! Die Fahrräder auch! Schmeißt die Räder ins Gras! Versteckt euch schnell da drüben in die Büsche! Das ist wieder derselbe Wagen. Schnell! Das ist unsere Chance! Wir gehen mal um das Grundstück rum. Vielleicht finden wir was. Bis das Tor hier wieder aufgeht, können wir wahrscheinlich lange warten. Kommt. Hey, hier ist ein Draht. Ich glaube, ein Telefondraht. Ich hätte ihn beinahe abgerissen. Sei vorsichtig. Das kann auch eine Alarmanlage sein. Der Wagen kommt zurück. Schnell! Versteckt euch, aber nicht zu weit weg. George, beeil dich doch. Jetzt rein. Wir lassen die Räder gleich hier. Versteckt sie irgendwo. Sollte nicht einer von uns ein Telefon suchen? Nein, wozu? Wir wissen ja nicht einmal, in welcher Richtung eins sein könnte. Bleiben wir lieber zusammen. Okay. Timmy, sei schön leise. Das ist ja ein Kasten. Seid still. Oh, woher? Wir sind eingesperrt. Erst haben sie Dick gefangen und jetzt haben sie uns auch. Ja, aber sie wissen noch nicht, dass sie uns haben. Das ist unser Glück. Wir müssen versuchen, Dick zu finden. Los! Julian! Da ist ein Licht, dort oben im Fenster. Vielleicht haben sie da Dick versteckt und er versucht, ein Signal zu geben. Es geht immer an und aus. Es? Oh. Das bedeutet SOS. Ich glaube, das ist Dick. Ob er uns gesehen hat? Nein, es ist zu blöd. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Es könnte noch einer da sein. Kommt mit. George, pass auf Timmy auf. Versteckt euch! Wir hatten recht. Es ist Dick. Die Größe stimmt jedenfalls. Kommt, los! Fenster offen. Was meint ihr? Wollen wir da rein? Ich finde, wir sollten es versuchen. Wir haben keine andere Wahl. Die haben auch Telefon da drin. Wir haben mir die Drähte gesehen. Also gut, gehen wir rein. Sorg dafür, dass Timmy still ist, George. Und du brauchst nicht mitzukommen, wenn du nicht willst. Doch, ich komme mit. Na gut. Julian, ich glaube,
Du musst George helfen. Sie schafft's nicht. Ich hab Timmy draußen gelassen. Okay. Wir werden uns hier ein bisschen umsehen. Aber seid vorsichtig. Macht keinen Krach. Wenn ihr Dick findet, kommt wieder hierher. Wenn ihr ein Telefon findet, ruft die Polizei an. So. Ihr wollt die Polizei holen. Das muss ich wohl dem Boss erzählen. Ich glaube nicht, dass er sich darüber sehr freuen wird. Bleib da stehen! Kommt hierher! Werdet ihr... Aua. Das gibt's doch nicht! Da, komm hierher! Werdet ihr wo stehen bleiben? Ah, rein mit euch und halt die Klappe! Wir haben Gäste bekommen, Daggy. Wie ich dich kenne, kannst du ein herrliches Essen kochen. Hab ich nicht recht? Aber sicher, Mister. Das kannst du doch. Ja, natürlich sofort, Mister. Ich weiß, Mister, dass du es kannst. Du wirst aber nichts kochen. Kinder, die nachts in fremde Häuser einbrechen, können keine Fünf-Sterne-Bedienung verlangen. Hab ich recht? Nein, sie können was ganz anderes verlangen, nämlich eine Fünf-Schläge-Bedienung. George? Ja? Glaubst du, er will uns Angst einjagen? Nein, ich glaube, er will uns zum Lachen bringen. Das gelingt ihm aber nicht, was? Ein bisschen schon, N lacht doch. Oh, jetzt werdet bloß nicht frech. Noch einen Ton von euch und ich brat euch eins über. Wer sind diese Kinder? Einbrecher sind das, Mr. Purton. Sie haben das Wohnzimmer aufgebrochen. Das ist nicht wahr, es war offen. Halt die Klappe! Ted und ich haben sie geschnappt, Sir. Sie haben gesagt, sie wollen die Polizei holen. Polizei? Wozu? Ich höre zum ersten Mal in meinem Leben, dass Einbrecher die Polizei holen wollen. Doch, Sir, wir wollten die Polizei holen. Und zwar, weil sie unseren Bruder hier gefangen halten. Du blöde alte Pute! Nicht diesen Ton, bitte. Ihr glaubt also, ich halte euren Bruder hier gefangen? Könnt ihr mir verraten, warum ich das tun sollte? Warum fragen Sie das nicht, Rookie? Rookie? Wer ist das? Naja, wenn Dick nicht hier ist, rufen wir die Polizei. Dürfen wir Ihr Telefon benutzen? Tut mir leid, wir haben kein Telefon hier. Tja, tut mir leid. Ich verstehe nicht, was hier vorgeht. Ziemlich spät, nicht wahr? Wo wohnt ihr denn? Auf einem Zeltplatz. So, so. Dann werdet ihr besser hier übernachten, nicht wahr? Daggy, zeigen Sie den Herrschaften Ihr Zimmer, die Dachkammer. Ich hoffe, dass es dort nicht zu unbequem für euch ist. Versprochen, dass hier niemand auftauchen wird. Kein Schwein. Ja, habe ich gesagt. Na und? Mach dir nicht die Hosen voll wegen der Kinder. Was zum Teufel wollen die hier? Von dir jedenfalls nichts. Ich habe dir versprochen, dass du in 3 Tagen in Südamerika sein wirst. Und das halte ich auch. Ja, die Geschichte gefällt mir trotzdem nicht. Es gefällt niemandem von uns, aber es ist nicht zu ändern. Ted, sieh nach, ob die Kinder gut untergebracht sind. Ich will, dass sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen. Wird gemacht, Chef. Solly? Ja? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Die Kinder werden uns die Tour nicht vermasseln. Du hast dir ja wirklich Mühe gegeben, die Diamanten der Lady Bellarmine zu klauen. Hast du fabelhaft gemacht. Danke. Naja, war nicht einfach. Die Kinder sind ziemlich unternehmungslustig. Besser, du versteckst ihn wieder. Du glaubst, Dick ist wirklich hier? Davon bin ich überzeugt, aber wie kriegen wir ihn raus? Sieh mal, meine Puppe sieht ziemlich echt aus. Mhm. Pass auf, da kommt jemand. Geht schnell ins Bett. Beeilt euch. Er ist gleich hier. Bleibt hier drin.
gemerkt hat? Nein, nein, auf keinen Fall. Ich bin's, Julian. Julian? Ist ja toll. Alles in Ordnung? Ja. Wie habt ihr mich gefunden? Das erzählen wir dir später. Du hast es Anne zu verdanken. Was wird denn hier gespielt? Julian, ist Richard bei euch? Ja. Dann pass auf, dass Rookie ihn nicht zu sehen bekommt. Er soll morgen hier ankommen. Wenn er sieht, dass sie den Falschen erwischt haben, dann lassen sie uns laufen. Wirklich? Was will er denn von Richard? Ihr wisst doch, dass sein Vater sehr viel Geld hat. Sie wollen Richard Angst einjagen. So lange, bis er bereit ist, die ganze Bande ins Haus einzuschmuggeln. Und dann wollen sie es plündern. Hey Dick, ich muss verschwinden. Wir sehen uns morgen. Okay. Wir sehen, es klappt schon. Na, hoffen wir es. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht, Solly. Sie sind wieder da. Rookie ist auch dabei. Richard, komm schnell. Es hat keinen Sinn. Er wird mich trotzdem wiedererkennen. Nein. Quatsch. Du musst nur tun, was wir dir sagen. Jetzt fang bloß nicht an zu heulen. Großartig, Solly. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ich kann es kaum erwarten, bis ich den Rest der Ware sehe. Den bekommst du an dem Tag zu sehen, an dem ich in Südamerika angekommen bin. Na, Solly, verstehe ich doch. Kümmern wir uns um die Gäste. Rookie, du musstest uns wieder mal eine Extrawurst braten, was? Klar, können wir auch sehr froh darüber sein. Ich werde Ihnen auch sagen, wieso. Ich habe mal für den Vater von dem Bengel gearbeitet. Er ist Millionär. Das ist ein gefundenes Fressen. Das Kind wird uns in das Haus lotsen. Der ganze wertvolle Kram wartet nur darauf, dass wir ihn holen. Mhm. Angie, Ted, holt ihn. Ja, Sir. Hoffentlich irrst du dich nicht. Ich hoffe es für dich. Klar.
Glaub mir, du bist nicht wiederzuerkennen. Ja. Das ist sicher. Achtung, es ist gleich soweit. Richie, hier, reiß dich zusammen. Jetzt habe ich mich selber verquatscht. Du heißt Eric, nicht Richard. Du siehst bescheuert aus. Mal rein mit dir. Was? Ihr seid vielleicht Armleuchter. Das ist nicht der Bengel. Jetzt muss er ihn gesehen haben. Wenn bloß Timmy hier wäre, er könnte uns sicher helfen. Hier sind noch ein paar Kinder. Vielleicht ist hier der Richtige. Was ist? Wir haben es geschafft. Was sagt ihr dazu? Timmy, da bist du ja wieder. Wo warst du denn, du Rumtreiber? Schön unauffällig. Bloß nicht so tun, als ob wir was gemerkt hätten. Haltet die Kinder auf! Die verdammten Nümmel haben uns reingelegt! Jetzt nicht zu weg hier! Sperre das Tor! Beeilt euch doch! Schnell! Bürschchen, jetzt zeig dich mal. Us, genau wie ich es gesagt habe. Mr. Richard Kent. So, du hast also geglaubt, du kannst mich zum Narren halten, aber da hast du dich geirrt. Lass sie ihn, es macht ihm wohl Spaß, ihn zu quälen. Was hat Richard Ihnen denn getan? Oh, eine ganze Menge hat er mir getan. Er hat seinem Vater nichts als Lügen über mich erzählt. Seinetwegen habe ich im Knast gesessen. Da gehören Sie scheinbar auch hin. Was war das? Lassen Sie ihn in Ruhe, oder Sie werden es bereuen. Ach, wirklich? Ich werde dir zeigen, wer was zu bereuen hat. Hör auf, Rufi, lass ihn los. Komm, ich habe mit dir zu reden. Sie müssen uns gehen lassen, Mister. Wirklich? Unsere Eltern werden uns suchen lassen und Richards Eltern auch. Was kann ich dafür? Wahrscheinlich haben Sie schon die Polizei gerufen. Ich glaube kaum, dass euch irgendjemand hier vermuten wird. Also, wir werden uns später darüber unterhalten. Ihr könnt auch draußen spazieren gehen. Aber ich warne euch, die Mauern sind ziemlich hoch. Außerdem ist ganz oben ein elektrischer Zaun. Oh, so ein Schwein. I hope you're pleased with yourself. You practically ruined everything. But this is a chance of a lifetime, Mr. Purton. Once we clean out the Kent mansion, we don't have to bother with all this. I am not a thief. I run a service, Rookie. A transport service. I get people who don't like being in prison out of them. I give them a new life, a new name, in a new country. It's a valuable service, and it pays well. So do you think I'm going to give it up to go housebreaking? Listen. Listen. In diesem Haus sind mehr Schätze, als Sie sich überhaupt vorstellen können. Und ich weiß, wo das Zeug ist. Ich kenne die Safes, die Juwelen, die Alarmanlagen. Das ist kein kleiner Einbruch, das ist ein Millionending. Und was sollen wir mit den Kindern machen? Die werden hier eingesperrt. Wir räumen das Haus aus, verstecken uns für ein paar Tage und dann verlassen wir das Land. Für jeden springt dabei ungefähr eine Million raus. Na, ist das immer noch ein kleiner Fisch? Hast du was gefunden? Nein, es ist zu hoch. Also müssen wir irgendwie versuchen, das Tor aufzukriegen. Naja, nachdem wir sowieso hier festsitzen, sehen wir mal nach, wer in dem Zimmer ist, das ich entdeckt habe. Das ist bestimmt der Gefangene, den wir gesehen haben. Oh nein, wir müssen irgendwie hier weg. Sei nicht so ein Feigling, bitte. Möchtest du in meine Haut stecken? Rookie ist schließlich hinter mir her. Du würdest sicher auch versuchen, abzuhauen. Abhauen? Wie willst du denn hier rauskommen? Das weiß ich auch nicht.
Wir haben doch alle gesehen, dass nur der Wagen hier rein und rauskommt. Sonst nichts. Du hast recht, George. Du bist unsere Rettung. Da muss ein Schalter oder sowas sein für das Tor. Lass uns mal nachsehen. Hey, seht euch das an. Das muss so eine Fernbedienung sein, wie bei unserem Fernseher. Von hier aus wird sie aber nicht funktionieren. Ich habe noch eine Idee. Sollen wir uns etwa da reinlegen und mit rausfahren? Na, vielleicht nicht alle. Wir müssen die da drin beobachten und rechtzeitig einsteigen. Trotzdem hast du recht, alle wären zu viel. Aber aus diesem Kasten kommt man nicht mehr raus. Ach, das ist kein Problem. Was ist, Richard? Traust du dich da rein? Für dich ist es hier am gefährlichsten. Ja, du hast recht. Du bist also doch kein Feigling. Doch, bin ich. Ach, Quatsch. Wir müssen das Ganze nur gut vorbereiten. Mach inzwischen keine Dummheiten, Rookie. Ich muss mal kurz in der Stadt noch was erledigen. Keine Angst, Mr. Patton. Ich muss sagen, Rookie, die Idee mit dem kleinen Kind war doch nicht so schlecht. Also dann, bis nachher. Es geht los! Komm, Richard! Unterwegs ein Polizisten siehst, schmeiß es raus. Lass dich nicht erwischen. Viel Glück. Nein, nein, keine Angst. Wenn sie dich doch erwischen sollten, dann ist es aus. Ich hoffe, dass er nicht vom Regen in die Traufe kommt, der arme Richie. Würde mir leid tun. Was ist denn los, mein Junge? Scheiße. Wo
bleibt er denn? Ich glaube, da ist irgendwas faul. Kommt! Kommt, habe ich gesagt! Wird's bald! Was ist los? Die Bullen. Eins der Kinder hat sich im Kofferraum versteckt. Scheiße. Wir müssen so schnell wie möglich hier weg. Ich habe ungefähr 5 Minuten Vorsprung. Wir müssen hier alles wegschaffen. Okay, ihr geht nach oben und wir kümmern uns um das andere. Los, komm. Richard, er hat's geschafft. Ja, er hat's geschafft, aber was ist mit uns? Ich habe eine Idee. Wir müssen versuchen, oben drüber zu klettern, wenn wir das Tor nicht aufkriegen. Die Bullen sind schon unten am Tor. Verdammter Mist, wo sind die Kinder? Geht ins Haus und sucht sie. Sie haben das Tor aufgekriegt. Was? Ich finde diese Kinder nicht. Sie sind verschwunden. Das Haus durchsuchen. Sie kommen mit mir, Leikli. Julian, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Die Polizei hat mich angerufen und gesagt, ich soll sofort hierher kommen. Was habt ihr schon wieder angestellt? Sie haben irgendwas von einem Diamantenraub erzählt. Ist mit euch alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Wo sind die anderen? Die sind drin. Sie haben eine kleine Überraschung. Willst du nicht reinkommen? Ja, geh schon vor. Ich muss schon sagen, Inspektor, ich würde zu gerne wissen, was Sie von uns wollen. Das will ich Ihnen gern sagen, Mr. Purton. Und Ihnen auch, Mr. Rookie, und Ihrem Zellengenossen Salomon Weston. Es geht zum Beispiel um die Bellarmine-Diamanten. Und wenn ich mich nicht irre, stehen diese beiden Gentlemen hinter Ihnen auch schon lange auf der Fahndungsliste. Mr. Hanschi und sein Freund Ted. Nehmen Sie sie mit. Kommen Sie. Also, Mr. Purton, unter diesen Umständen haben Sie wohl nichts dagegen, wenn wir Ihr Haus durchsuchen. Nicht im Geringsten. Sie werden bloß nichts finden. Sie finden was, wenn ich Ihnen sage, wo Sie suchen müssen. Idiot, du! Seien Sie still. Also, mein Junge, zeig es uns. Da! Verdammt ungemütlich bei diesem Kerl da drin. Ach, sieh mal einer an. Solly West. Oh, guten Tag, Inspektor. Hier sind die Diamanten. Timmy hat so lange geknurrt, bis er sie uns gegeben hat. Tja, das sind wohl die Bellarmine-Diamanten. Also, worauf warten Sie? Raus mit Ihnen, raus! Also, ihr habt gehört, raus mit euch! Fassen Sie mich nicht an! Ich hab nicht das Geringste damit zu tun. Was Sie nicht sagen, wir hatten aber einen anderen Eindruck. So, Jungs. Und die Damen natürlich auch. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Eines würde mich brennend interessieren. Wie seid ihr hierher gekommen? Wir waren gerade unterwegs und da... mit den Fahrrädern. Da haben wir jemanden getroffen, Richard. Und wieder verloren. Oh. Glauben Sie ihnen das? Na ja. Was hinter verbotenen Türen noch steckt, wir kennen kein Zurück, es wird von uns entdeckt. Wir lassen uns keine Gefahr entgehen. Vertraut auf uns, wir packen's an. Wer kann uns widerstehen? George und Tim.